Ich habe jetzt hier eine Werkzeugtasche zerlegt von Seriennummer 12463, also es ist etwa 1935, vielleicht 90-jährig. Die Naht hat, also der Faden ist gerissen. Und jetzt hier sieht man mal schön diese, ich weiß nicht, was das ist. Da, dieses Schimmelzeugs oder was, das passiert leider oft oder praktisch bei allen Taschen unter diesem Blech, sammelt sich das an, insbesondere bei den Nieten. Sie können das ja mal erwärmen, dann sehen Sie, wie das da sprutzelt und was da, wie viel Saft da rauskommt. Ob das schädlich ist oder welche Art oder ob das natürliche Reaktion ist, keine Ahnung. Vielleicht schaut irgendein Biochemiker oder ein Sattler oder was auch immer zu und kann das uns da aufklären. Aber jedenfalls ist das augenfällig, dass da immer viel Zeugs drunter ist. Ja, genau, richtig millimeterdick. Ja, ich nenne das jetzt mal Schimmel, also fett ist es nicht, weil gefettet wurde sie noch nicht. Ja.